Nun, die Förderung sah ja so aus, dass wir sämtliche Trainer, also Trainergeld oder sowas, Beiträge haben wir überhaupt nicht bezahlt. Wir haben alle Sportmaterialien bekommen, alle Schlittschuhe, Laufanzüge, Turnschuhe, also die komplette Ausrüstung, alle Sportanlagen konnten wir frei nutzen. Also auch meine Eltern haben überhaupt finanziell nichts investieren müssen. Sie mussten Zeit investieren. Sie mussten Rücksicht nehmen, wann wir in Urlaub gefahren sind, mal mit der Familie, weil das war schon vorgegeben. Also Winterurlaub ging zum Beispiel nicht. Ja, also das, also finanziell war das jetzt kein Thema, als ich dann erwachsen war und auch schon eigenständig gewohnt habe. Ich habe an einem Zivil, also der SC Einheit Dresden war ein ziviler Sportclub. Das muss man, also im Unterschied zu Dynamo oder ASK, was also Polizei- oder Armeesportclubs waren, dort hatten die Athleten einen Dienstgrad und mit in der Erfolgsleiter ist der Dienstgrad auch gestiegen und dementsprechend wurden die schon auch bezahlt. Die hatten also, wenn jemand dann Major war, der hatte dann eben auch das Gehalt eines Majors. Das war bei uns nicht der Fall. Wir haben von unserem Club nichts bekommen. Also ich habe dann als Kadersportler im Monat 60 DDR-Mark für Verpflegung zuzüglich bekommen. Und während des Studiums hatte ich ein Stipendium, nee, kein Stipendium. Doch, wie nannte man denn das zu DDR-Zeiten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, Stipendium. Also 150 Mark haben wir gekriegt. Weil meine Eltern haben über so eine Grenze verdient, wo man dann nicht mehr bekommen hat. Also finanziert habe ich mich selber im Prinzip über die Prämien, die wir für die Medaillen bekommen haben, was ja auch sehr geheim war. Wir durften darüber ja nicht sprechen. Wir haben also für Siege gab es Geldprämien, die man aber auch nur bar bekommen hat und musste die dann auch bar ausgeben, also auch für größere Anschaffungen. Ja, und so war ich aufgrund meiner Erfolge auch rechtzeitig unabhängig jetzt auch von meinen Eltern. Können Sie darüber reden oder wollen Sie darüber reden, was es für einen Titel gab? Ja, ach, das ist doch kein Geheimnis mehr, denke ich. Also für eine olympische Goldmedaille gab es 20.000 Mark. So, und dann haben wir uns dann immer so einen Spaß gemacht. Das war, ich glaube, 1980. 1984 gab es 25.000. Und ich habe ja, wenn man sich jetzt ausrechnen würde, für Silber gab es dann die Hälfte, gab es dann 17.500. Aber es gab für die gesamte Saison eine Deckelung. Das heißt, ich war ja in Sarajevo zweimal Olympiasieger, zweimal Silbermedaillengewinnerin. Und ich war in dem Jahr zweimal Weltmeisterin. Für den Weltmeistertitel gab es auch, ich glaube, es waren über 10.000. Also ich hätte ordentlich Geld verdient, aber die Deckelung lag bei 50.000 Mark. Ich hätte gesagt, eigentlich nach zweimal Gold hätte ich sagen können, tschüss, lege mich jetzt in die Sonne. Also darauf, aufgrund dessen, dass das nicht verteilt war auf mehrere Sportler, habe ich gesagt, haben sie ganz gut eingespart.